So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Star World. Das letzte Mal haben wir auf eigene Faust weitergespielt, endlich, und uns nicht mehr von irgendwelchen Einholaktionen beeinflussen lassen. Und jetzt wollen wir uns hier in dieser Röhre umgucken. Außerdem haben wir den blauen Schalter gefunden. Oh, das ist Welt 3. Ach so. Oh, diese Musik. Das heben wir uns auf. Das heben wir uns auf. Diese Musik ist wunderbar. Oh, das wird. Oh, ist das ein. Das ist. Ich liebe das Level jetzt schon. Egal wie schwer es wird. Ich liebe das Level. Ich liebe dieses Level jetzt schon. Okay, wir haben ein paar Sterne nachzuholen in Welt 1. Oh, diese Musik. Wunderschön. Ja, und jetzt können wir nämlich, wie gesagt, Deep Dive in the Cage. Hier müssen wir runter und dafür müssen wir natürlich erstmal überhaupt durch das Gitterchen kommen. Und das geht jetzt natürlich. Und das wäre vorher nicht gegangen. So. Oh, und das war's auch schon. Okay, das war nicht schwer. Ich dachte, da kommt jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr als ein Parcours, aber. Oh, der Stern ist direkt hier unten. Sehr schön. So, dann fehlt nur noch einer. Die 100 Münzen haben wir ja schon. So. Smash the Chain Chomps Rocks. Chain Chomp? Oh, Chain Chomp. Der ist mir noch gar nicht so bewusst aufgefallen. Seine Rocks soll ich smashen. Die hier. Aha. Ah, das sind wieder solche Geheimdinger. Also so hat das quasi gemacht. Das ist ja eine coole Idee. Das ist ja eine coole Idee. Schön. Ja, blind macht es natürlich gleich noch mehr Spaß. Als wenn man schon weiß, was los ist. Aber jetzt kann ich mich umso mehr freuen, dann die Sachen auch bei Monsieur D zu sehen. So. Damit haben wir Welt 1 abgeschlossen und machen bei Welt 2 weiter. Zack. The Flying Step. Ach ja. Das haben wir jetzt ja noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das für ein Stern sein soll. Mit den Flying Stepstones, whatever, Viechern. Das heißt, wir machen es jetzt halt wie. Das hier sind im Prinzip die Flying Stepstones, aber. Ja. Wir machen es dann jetzt einfach, wie man es halt im Original auch macht, wenn man nicht weiß, wo ein Stern ist. Dann sammelt man halt einen anderen, den man weiß. Zum Beispiel wissen wir definitiv, dass wir hier irgendwas machen können. Und da ist nämlich ein Gitter. Und da können wir mal eben eintauchen. Und gucken, was es da gibt. Ach so, direkt den Stern wieder. Das war easy. Man sieht's nicht, aber da war ein Stern. Behind the Underwater Gate war das, okay. Das war wahrscheinlich der Stern 6 oder so was. Oder 5. Stern 4 ist mit Sicherheit wieder die roten Münzen. Ja, es war Stern 6. So, die Flying Stepping Stones haben wir aber noch nicht. Ach doch, ich weiß wieder, was die war. Ich hab ne Vermutung. Wir haben ja auch noch den Stern hier bei der Mühle haben wir ja noch einen Stern übrig. Den haben wir ja auch noch nicht. Du stirbst bitte. Mario, du musst nicht gleich so rumschreien. Ist doch alles gut. Es ist doch alles gut. Ups. Da kommt die Münze noch runter. Auch schön. Hier war nämlich noch Zeug, wenn man hier rausgeht. Ach, Alter! Immer an der Stelle fängt er an zu laufen. Gerade da. Weißt du? Ach, scheiße. Ich habe nie auf die Leben geguckt. Immer an der Stelle fängt er an. Als will ich mal gucken, ob hier nicht auch ein bisschen was ist. Oh, schade. Hier kann man nicht weiterlaufen. Schade. Das ist also wirklich nur Fun. Gut, es wäre auch komisch, wenn hier ein Stern versteckt wäre, weil. Das scheint ja nicht zusammen zu. Na. Dazu zu gehören.
zum eigentlichen Spiel. Aua. Ein bisschen wehgetan. So, jetzt können wir auch hier rumgehen. Da kommen wir wahrscheinlich schneller zu Welt 2. Jawohl. Zack. Also, mal schauen, ob mein Controller jetzt gnädig ist und mich nicht einfach ins Verderben schickt. Das täte mich freuen. Ja, diesmal schicke ich mich selbst ins Verderben. Okay. Kein Problem. So, dann machen wir jetzt wieder mal einen Let's Play Safe State am Anfang. Zack. So, den machen wir und dann geht's weiter. Hops. Und hops. Und hops. So. Dann springen wir jetzt ein bisschen eher rüber. Dann passt das auch. Das hier sind die Flying Stepping Stones, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh fuck, was? Wir brauchen den grünen Schalter. Hierfür brauchen wir den grünen Schalter, den haben wir noch nicht. Das finde ich ja dumm. Okay. Dann machen wir halt die roten Münzen. Dafür brauchen wir den grünen Schalter definitiv nicht. Au. Ach, jetzt will ich hier schon wieder irgendwas wegschieben, was nicht da... Moment, kann ich die eigentlich kaputt machen teilweise? Dass hier irgendwas versteckt ist? Nö, okay. Hätte ja sein können. Okay, die Flying Stepping Stones können mich dann jetzt mal kreuzweise. Wir machen die roten Münzen und die 100 Münzen. Dass wir noch irgendwas Brauchbares machen in dem Part, das wäre ganz schön. Ups. Puff. Wo waren denn die ganzen roten Münzen? Ich weiß es doch gar nicht. Aber das macht nichts, wir werden sie schon finden. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man sie erst sucht. Ne? So, zack. Du gibst mir erstmal 5 Münzen. Dankeschön. Hopp. Flop. Dann machen wir erstmal die Seite. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob auf der Seite rote Münzen waren. Aber auf jeden Fall waren hier Münzen. Allein hier schon mal 5. So. Und hier oben waren 5. Gut. Ich mag diese Sprünge. So. Hier waren 5. Und runter. Dann, du Kollege, wo bist du? Wo ist der Shy Guy? Da. Du gibst mir deine 2 Münzen. Danke. Dann wollen wir hier rüber und hier rüber. Ach, wir wollten ja gucken, was hier drin ist. Genau. So. Das heißt, hätte ich den Block hier unten quasi nicht zerstören dürfen. Münzen. Mehr Münzen. Das ist praktisch für jetzt, weil wir Münzen brauchen. Okay, rote Münzen scheinen hier nicht gewesen zu sein. Nö. Die sind dann alle auf dem anderen Weg. Gut. Da oben ist ein Schalter. Oh, da oben sind auch rote Münzen. Okay, dann muss ich da jetzt irgendwie da überall hochkommen, ja. Komme ich von hier aus zu dem Schalter? Nein, irgendwie nicht. Okay. Okay. Kein Problem. Uah, Alter. Kamera, bitte. Ich steuere mich doch nicht in den Abgrund. Hopp. Und hopp. Und erstmal runter hier. So. Dann muss ich jetzt... Yes! Muss ich jetzt hier hoch. Okay. Okay. Die holen wir uns. Ähm.
Kamera, bitte. Okay. So geht's auch. Und auf das Dach. Gut. Dann sind hier nochmal Münzen. Das ist natürlich gleich schön. Für unsere Mission. Und da hinten, die da hinten gefällt mir nicht. Die hole ich mir ganz vorsichtig. Nämlich von hier so. Kann ich da so? Einfach nur dran vorbei? Natürlich nicht. Ja! Das war dumm. Mamma mia! Das war dumm. Tut mir leid. Von vorn. Das ist natürlich im Let's Play besonders ärgerlich, wenn man gerade die 100 Münzen sammeln will und dann von vorne starten muss. Aber wenn man so dumme Sachen macht, ist man selbst schuld. Gut. Machen wir den Anfang eben nochmal. Tut mir leid. Tut mir wirklich sorry. So. Einmal du. Das war toll. Das war super. Nochmal du. Oh, da kommt eine einzelne Münze raus, wenn man drauf springt. Wusste ich noch gar nicht. Interessant. Kommt die vorne auch? Wahrscheinlich. Really. Okay, jetzt muss ich mir erstmal die Münzen holen, bevor die weg sind. Was ich hier noch nicht weiß, ist, in welche Richtung der blaue Schalter. Na, der blaue Münzenschalter fungiert. Also wo die Münzen dann auftauchen. Vielleicht hätte ich das erst eruieren sollen, bevor ich mich an den. Oh! Na, dich hätte ich lang gesucht, Kollegin. Wow. Die hätte ich ewig gesucht. Wow. Gut, dass ich gestorben bin. Die Münze hätte ich ja ewig gesucht. Das ist ja gemein. Nein! Jetzt habe ich die Münzen da oben verpasst. Ah, die Münze hätte ich ja lange. Alter. So was Fieses. So was. Moment, ist da auch eine rote Münze eigentlich? Das wäre gemein. Nein, da ist keine rote Münze. Das wäre sonst ein bisschen gemein gewesen. Muss ich ja mal so erwähnen. Ach, euch habe ich noch nicht gemacht diesmal. Ich bin schon gewundert, wo meine ganzen Münzen geblieben sind, die ich vorhin hatte. Hier. Diese 6 Münzen machen voll den Unterschied. Ja. So, jetzt den Sprung hier wieder schaffen. Das wäre ganz schön. Oh Gott. Komm du mal her. Dich hatte ich vorhin nämlich nicht. Jetzt wird es wieder lustig mit der Kamera. Das heißt, wir gehen aber. Wir gehen erstmal hier hin. Und jetzt vielleicht, dann lässt mich jetzt die Kamera so ein bisschen. Ja, sie lässt mich so ein bisschen. Das ist natürlich schön. Freue ich mich. So, und jetzt hopp. Okay, dann holen wir uns jetzt wieder die Münzen hier oben drauf. In einer etwas schöneren Ansicht, danke. 50, Hälfte. Hä? Da ist keine Wand, Mario. Wirklich nicht. Das bildest du dir ein. So, jetzt wird's lustig. Denn wir wissen alle, was mein Controller macht. Nämlich nicht das, was er soll. Der wird gleich wieder in irgendeine Richtung laufen. Wenn ich zu stark drücke und dann in die Richtung auch. Und dann die Richtung vor allem beibehalten. Und dann bin ich weg vom Fenster. Okay, einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Das schaffst du. Yes. Runter da. Ja, sehr schön. Und jetzt nicht über das Wasser. Nicht darüber springen. So, da unten sind doch bestimmt auch nochmal. Jawohl. Da unten sind auch nochmal Münzen. Das habe ich mir doch. Huch. Das habe ich mir doch gleich gedacht. So. Ich muss aber sagen, gefällt mir bisher außerordentlich gut, das Spiel. Das sieht man halt mal, es muss nicht ein riesengroßes neues Mario Galaxy mit der tollsten Grafik sein.
Man kann auch einfach ein altes, was heißt ein altes, auch einfach ein etwas älteres Spiel recyceln. Sie könnten problemlos noch ein Super Mario 64 rausbringen. Die Leute würden es sofort spielen. So, denke ich mal. Ach, oh Gott. Diese Münze da will mir nicht gefallen. Oh, Jesus. Ganz vorsichtig. Bisschen weniger vorsichtig. Ja! Und weg. Alter. Gib mir ein bisschen die Puppe gerade. Ist hier oben was drauf? Wow, das wollte ich nicht drücken. Nein, das nicht. Oh, da, wenn da außen eine Münze, das wäre auch gemein. Oh, Hilfe. Nicht so, nicht so, nicht so. Oh Gott. Komm her. So, dann haben wir hier noch eine Münze. Oh, schon wieder so eine knappe Münze. Nein! Oh. So, die zwei Münzen können da ruhig runterfallen. Ist mir wurscht. Oh, lauf jetzt nicht näher. Lauf jetzt nicht zu schnell irgendwo hin, Mario, bitte. Vorsichtig. Weg. Igitt, was ist das denn? Oh. Die sollte ich mir vielleicht noch holen. Okay. Was ist das denn jetzt für ein ekliger Sprung da drüben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Aber Moment, den haben wir doch sogar schon mal gemacht. Wir waren doch schon mal hier. Wir sind doch schon mal da drüben gestorben. Wie komme ich denn jetzt aufs Dach? Da ist ein Stern. Von da oben komme ich aufs Dach. Ich glaube, ich muss zum Swamp zurück. Aber ich würde auch ganz gern... Gott. Mir hier die blauen Münzen schon mal holen. Alter, da gibt es noch eine Pflanze sogar. Vielleicht haben wir die 100 Münzen zumindest mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wo tauchen die auf? Nein! Nein! Nicht da in der Luft! Bist du deppert? Oh. Nein! Oh. So was Dummes! Scheiße! Den kann ich jetzt nicht holen. Ich sterbe, wenn ich mir den hole. Fuck. 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 Mann, verdammt. Scheiße. So ein Scheiß, den kann ich mir nicht holen. Denn ich will auf jeden Fall... Oh. Denn wenn man sich den holt, man sammelt ihn zwar... Ich hoffe, der zählt, wenn man den einsammelt. Nicht jetzt runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Mach dich weg. Mach dich weg, Vieh. Alter. So, und jetzt muss ich da irgendwie... Nee. Wie komme ich da rüber? Doch, von hier. Doch, doch, doch. Ist schon richtig. Wobei, ich glaube, ich hätte da einen Wall-Jump machen können. Ja, ich hätte da auch einen Wall-Jump hier drauf machen können, okay. Nein, ich hätte hier die Münzen und da oben und... Das ist ja auch nett. Okay. Ich weiß, dass da oben auf dem Dach noch eine... Ach, geh weg! Geh weg, Lakitu. Ich wollte schon Kamek sagen. Hier ist genau, hier ist noch ein Schalt... Moment, ist die Münze hier drauf? Mit dem Schalter öffne ich das Tor.
Und hier oben drauf ist die Münze. Mit dem Schalter öffne ich das Tor. Das heißt, ich könnte jetzt auch den... Scheiße. Komme ich denn jetzt da hoch? Bitte an die Münze. Ah, okay. Doch, da komme ich hoch. Bisschen vorsichtig. Okay. Uah, Alter. Und wo ist jetzt die letzte rote Münze? Hier hoch. Okay, ich weiß jetzt zwar, wie ich an diesen Gitterstern komme, aber den will ich jetzt eigentlich ja nicht holen. Mann, drei Sterne, die ich mir holen könnte. Beziehungsweise den 100-Münzen-Stern, wie gesagt, kann ich knicken. Wo zum Teufel... Okay, wisst ihr was? Das wird so blöd. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wo die letzte rote Münze ist. Und das mit dem 100-Münzen-Stern war Fail. Ich hätte ihn haben können und ich habe es verkackt. Weil ich wieder typische Dinge getan habe für mich. Das machen wir, das holen wir nach, sobald wir den grünen Schalter haben. Denn eher können wir die Welt hier sowieso nicht abschließen. So. Und das heißt wiederum, das nächste Mal wunderschöne Musik. Das wir ganz kurz angeteasert haben. Ganz kurz haben wir es angeteasert, dieses Level. Das nächste Mal gibt es wunderschöne Musik. Und... danke fürs Zuschauen und tschüss.